Let me see you jump. I fucked up this hustle, baby, we hustle, but the nothing. Oh my. Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und herzlich willkommen zurück im Gym. Heute stehen Beine im Plan. Es gibt einiges zu berichten beim Beintraining. Ich habe mich mit der Erfahrung eines Kraft-3-Kämpfes zusammengetan. Grüße gehen raus an René. Der hat mir mehr oder weniger ans Herz gelegt, Kniebeugen bis zum Umfallen, aber mit der perfekten Ausführung. Und deshalb schaut mein Beintraining jetzt ganz anders aus. Also Hauptfokus Kniebeuge als erste Übung. Und ja, wie gesagt, heute würde ich euch gerne wieder durch mein Training mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und würde sagen, wir schallern rein. Yalla! Ja, wie gesagt, Hauptfokus Squats. Erste Übung jetzt, 6 Sätze. Das Gewicht ist relativ nebensächlich für mich erstmals, weil es heißt, um mal die perfekte Form zu finden, mit der perfekten Form eingespielt zu sein, mehr oder weniger. Aber so um die 6 Sätze und dann geht's weiter. Jetzt ist der 3. Arbeitssatz. Wie viel sind oben jetzt? 20. 140 Kilo. Ist okay, das Gewicht ist jetzt nicht, wo ich mir denke, so wow, crazy. Das ist ein gutes Gewicht, mit dem man arbeiten kann. Also das Ziel meines, ist ein gutes Gewicht, mit dem man arbeiten kann, sage ich. Aber das Ziel von meiner, ich nenne es jetzt mal Kniebeuge oder Squat Session, ist es einfach, die Squats zu perfektionieren. Und dann Gewicht zwischen 160 Kilo und 180 Kilo auf 8 bis 10 Reps beugen können, aber sauber beugen, also jetzt nicht Ego-Liften. Alter, warum ist das so zart, Mann, Alter? Also jeder, der Squat schon mal trainiert hat oder das gemacht hat, der weiß, dass sie das irgendwie so in ein anderes Leben katapultiert, so mehr oder weniger. Also Beine ist schon extra crazy. Auf was achte ich beim Kniebeugen machen? Also ich habe früher sehr, sehr, sehr viel Kniebeugen gemacht, deswegen tue ich mir jetzt bei der Ausführung leicht. Auf was achte ich? Also eigentlich im Prinzip selbsterklärend, ich versuche das jetzt mal zu erklären, also die Knie überschreiten nur minimal die Zehen und nie, also wenn ihr jetzt euch eine Kniebeuge vorstellt, mehr oder weniger, und ihr geht's runter, dann nie die Knie so nach vorne, ja, immer schöner Fersendruck, also die Ferse ist immer stabil am Boden, Druck auf die Ferse. Und natürlich, genauso wie bei jedem anderen Workout, kontrollierte Bewegungen. Fokussiert, kontrolliert runter. Muss nicht unbedingt eine Pause sein. Und dann wieder mit Schub rauf und Fokus bei den Quads. Und wie schaut es aus beim Rücken? Also ich presse mich schon mal in die Stange rein. Ich kann euch das eh zeigen, mehr oder weniger. Puh, leck mich am Arsch.
Also ich presse mehr oder weniger in die Stange rein, ja. Der Stand habe ich natürlich auch von René gelernt. Beim Rausheben der Stange jetzt keinen Ausfallschritt und rausheben, sondern ich versuche immer schon ready oder mehr oder weniger ready in der Position die Stange rauszuheben, also so. Dann gehe ich 1-2 zurück und dann bin ich in der Position, wo ich squatten muss. Der Rücken dabei ist unser Panzer, so hat mir das der René erklärt und es funktioniert tadellos. Der Rücken ist unser Panzer, damit der ganze Fokus auf dem Oberschenkel liegt. Rücken anspannen und mehr oder weniger den Latt zum Arsch runterziehen, damit der ganze Rücken komplett stabil ist. Hüfte ein wenig nach hinten beugen ein wenig, quasi die Bewegung und dann geht's schon los. That's it. Jetzt machen wir nur 2 Backup-Sätze mit 100 Kilo, so 10 Wiederholungen pro Satz und dann geht's zur nächsten Übung. Nächste Übung, Hackenschmied, also die da, mega Oldschool-Maschine, also halt speziell dieses Gerät, geile Ausführung, brutaler Fokus auf die Quads. Wir machen die Übung jetzt dann im engen Stand, also versuchen eng stehen, nicht mehr hüftbreit mit den Beinen, also nicht mehr hüftbreit, sondern enger Stand und so haben wir nur einen krasseren Fokus auf unsere Quads, die wir jetzt bei der Übung hervorheben wollen. Wir werden um die 3 bis 4 Sätze machen und mit dem Gewicht versuchen wir klassisch pyramidensystemmäßig von Satz zu Satz uns ein wenig zu steigern, nicht zu viel, weil die Quads und die Hams und der Gluteus eigentlich jetzt durch Kniebeugen schon sehr vorerschöpft ist. Yes! Die Leute haben sich gewünscht, beim letzten Video ein bisschen mehr Informationen zu den Übungen zu geben. Das versuche ich umzusetzen. Nächste Übung, somit dritte Übung, Hams, also Bein-Bizeps-Curls, mehr oder weniger. Meine Trainings schauen nie gleich aus, das habe ich ja beim Brusttraining schon erwähnt. Und kurze Information, das Beintraining variiert immer, also ich habe quasi so einen Zyklus. Einmal ist Vorderseite Fokus, einmal ist Rückseite Fokus. Heute ist Vorderseite Fokus. Das heißt aber nicht, dass wir die Rückseite nicht trainieren, nur wir heben den Quadrizeps, sprich die Quads hervor mit 1-2 extra Übungen. Aber jetzt trainieren wir die Hams, genauso wichtig, Gegenspieler zu Quads, sehr, sehr wichtig für den stabilen Haxen. Auch 3-4 Sätze, genau das gleiche Prinzip, Pyramidensystem, wir fangen an zwischen 12 und 15 Reps, also Wiederholungen beim ersten Satz, zweiten 10 bis 12, dritten 8 bis 10, vierten eventuell 6 bis 8 und dann reduzieren. Los geht's. Also, kommt her, mal später, Bern. Also, ganz, ganz wichtig bei diesen Übungen ist, dass die Achse, wo der Drehpunkt der Maschine ist, auf der Höhe vom Knie ist, sprich von deinem Drehpunkt. Ja? Und so hältst du die
wie soll ich sagen, so stellt man richtig die Maschine ein. Also dass der Drehpunkt bei der Kniescheibe ist oder beziehungsweise auf der Höhe von deinem Knie. Genau. Das ist jetzt die vorletzte Übung. Wir schießen jetzt mal 4 bis 5 Sätze raus, weil wir ja den Hauptfokus beim heutigen Training auf unsere Quads gesetzt haben oder setzen. Und als letzte Übung machen wir noch Adduktorenmaschine. Pyramidensatz. Erster Satz, Wiederholungsbereich von 12 bis 15 und dann arbeiten wir uns mit Gewicht drauf. Und von Satz zu Satz werden es dann immer weniger Wiederholungen. Machst du gleich viele Wiederholungen wie beim ersten Satz, obwohl du das Gewicht gesteigert hast, bist du zu stark und musst das Gewicht noch ein bisschen stärker, also ein bisschen mehr Gewicht machen. Aber keep in mind, Form before Weight, sage ich immer. Also die Ausführung muss schon on point sein, weil das Verletzungsrisiko einfach viel zu groß ist. Und da möchte ich auch noch kurz einhaken, viele Kumpels auch kommen zu mir und sagen, sie haben so Knieschmerzen immer. Das gleiche habe ich auch gehabt. Warum? Weil damals mein Beintraining immer mit dem Beinstrecker begonnen hat. Und dadurch, dass es die erste Übung ist, hast du eigentlich am meisten Energie, am meisten Kraft und kannst so Full Stack easy auflegen. Und der Druck bei diesen Übungen, bei dieser Übung speziell, auf der Kniescheibe ist unheimlich groß, Patellasehne, macht nicht lange mit. Deswegen fokussiert euch zuerst auf Übungen wie Squats, Hams, leichte Beinpressen, solche Geschichten oder Hacksquat, Hexquat und dann dir als letzter. Die Übung mit Muskelkontrolle ausführen, das Gewicht nicht bouncen, sprich nicht, genau wie bei jeder Übung, schön den Fokus finden. Und gescheit in die Dehnung. Und dann, was ich sehr gerne bei der Übung mache, ist einfach kontrolliert nach vorne gehen, beziehungsweise zusammengehen, also 2 bis 3 Sekunden. Hassliebe. Das trifft es eigentlich perfekt, gell? Hassliebe, Beintraining. Weil vor dem Training hast du nie Lust, nie Bock aufs Training. Während dem Training denkst du zerreißt einfach alles so ein Gefühl. Und nach dem Training bist du so happy, dass du es durchgezogen hast. Also, dass du es durchgezogen hast, ja. Jetzt sind wir vor dem Gym. Wieder mal. Vom Powerhouse. Shoutout to Ben. Geilstes Gym in Salzburg. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's es gut, bleibt's gesund. Ciao, ciao.